Ey Leute, was geht? Wir sind hier in Seoul, Südkorea und wir nehmen euch jetzt die ganze Woche mit. Let's go! So Freunde, die Elevators sind wieder am Reisen. Die Fahrschulbuben waren sich auf dem Weg nach Südkorea, nach Seoul. Ja, wir sind gespannt. Ich war schon mal in Seoul. Die anderen Jungs heute ist das erste Mal. Wir freuen uns auf einen crazy Trip in Asien. Als Gruppe war nur Jakob bisher in Seoul. Luis und ich hatten mal 10 Stunden Layover. Und ich war mal mit 18 da tatsächlich. Wir sind ultra gespannt, was wir dieses Mal so erleben werden. Was für eine Zeitverschiebung ist jetzt nach Seoul? 8 Stunden. 8 Stunden voraus. 8 Stunden voraus, genau. Wenn bei uns hier in Deutschland 10 Uhr morgens ist, ist Deutschland 18 Uhr. Das heißt, wir haben den Tag schon erlebt. Wir leben quasi in der Zukunft. Fliegen jetzt in die Zukunft. Tschüss. Guten Flug, ne? Danke sehr. Dir auch. Was sind eure 3 Essentials für so einen Langstreckenflug? Noise Cancelling Headphones, eine bequeme Hose, Nackenkissen. Oh, eigentlich ganz klar Nackenkissen. Vor allem für Kurzstreckenflüge perfekt. Genau. Feuchtigkeitscreme, damit das Gesicht schön clean bleibt. Bis später. Bis später. Hast du geschlafen? Nee, ich habe nur eine Stunde geschlafen. Hast du auch mal geschafft, ja? Ja, ich hab's auch geschafft. Das letzte Mal, als wir in Korea waren, ich kann mich noch an ein Wort erinnern. Gamsahamnida. Gamsahamnida heißt Dankeschön, glaube ich. Mal schauen, vielleicht lernen wir noch ein bisschen was jetzt auch. Ich habe mich so gefragt, ist das your real passport? Like international global passport? So, ja, yeah. So was gegoogelt, so richtig lange mich so angeguckt. Okay. Aber warum hast du jetzt so einen anderen? Was ist denn da eigentlich los gewesen? Ja, ich habe meinen Reisepass irgendwie verloren. Aber jetzt habe ich so einen vorläufigen bekommen. Das ist jetzt so ein grüner. Der gilt, glaube ich, ein Jahr. Und ich bin froh, dass ich da überall jetzt reingekommen bin. Was habt ihr denn so für Erwartungen an Südkorea? Ich habe schon im Flugzeug gemerkt, die Leute sind ultra nett. Einfach alles viel lauter, viel schriller. Ich glaube, dass es extrem sauber sein wird. Dass das Essen nochmal sehr viel interessanter und spezieller ist. Ich glaube, da kommen nochmal ein paar Überraschungen auf uns zu. Das ist der Tourbus. Touch on Seoul. Wir waren jetzt, ich glaube, 12 Stunden im Flieger. Wir sind bereit für Seoul, wir freuen uns mega. Und jetzt geht's erstmal zum Hotel. Seoul, baby! Day one in South Korea. Hier probieren wir jetzt koreanische traditionelle Kleidung an. Ein Hanbok. Du hast es in Hanbok. Also sehr traditionelle Kleidung. Dann gehen wir da drüben in den Palast. Schauen wir uns das mal an. Krieger, Warrior, Prinz, Warrior. König. Prime Minister. Prime Minister und ich bin auch König. Vizekönig. Das heißt, nächster Schluck, wer richtiger König ist. Das sagt schon die Aura aus. Oh, König! Kleiner Fun Fact: Sehr, sehr viele tragen ja hier Hanbok. Und es ist nicht aus traditionellen Gründen, sondern auch, es gibt direkt 2 Schlangen beim Eingang: einmal für Hanbok-Träger und einmal für Leute, die was ganz Normales anhaben. Und mit Hanbok kommt man hier kostenlos rein. Wir sind hier gerade bei Gyeongbokgung. Der Königspalast, der 1395 erst erbaut wurde, als Hauptsitz des Königs diente und heutzutage eine wunderschöne Attraktion ist. Er wurde zwischendurch 2-mal zerstört, wieder aufgebaut und jetzt stehen wir hier und alles ist wieder schön, deswegen kommt ihn besuchen.
hat uns so Candy gegeben. Richtig cute. Aber wirklich, da muss ich ehrlich nochmal sagen, die Menschen in Südkorea, jetzt auch schon nach einem Tag, ich war ja schon mal hier, die sind so überfreundlich, einfach extrem lieb, zuvorkommend, einfach gut vibes hier. Okay Leute, das war Trip 1 und jetzt gehen wir erstmal was snacken. Wir haben hier Wasserspinat, Pilze, Glasnudeln, Glasnudeln mit Ei, gemischter Salat. Wie sagt man guten Appetit auf Koreanisch? Taimo Gessimina. So, wir haben uns jetzt alle einen Käffchen geholt und jetzt sind wir schon bei der nächsten Attraktion. Haiku Ground Tourismuszentrum und da kann man so ein bisschen auf jedem Stockwerk was über Korea erfahren, sei es Geschichte oder auch vor allem für die cool, glaube ich, die sich für K-Pop interessieren und wir checken das jetzt mal ab. It's my first time to give my tours to avoid the elevator voice. Thank you so much for visiting Korea. I'll give you my tour for 10 to 15 minutes for the first floor here to the second floor. And actually, second floor is all about K-pop. So all the sections are modeled after famous and popular K-pop music video production spaces. Herkommen, um Musikvideos zu drehen in Korea. Ja, man kann hier wirklich alles steuern, also ich könnte jetzt hier jeden Song anmachen. Okay, wenn ich den jetzt mache, darf ich ganz hinten die komplette Reihe jetzt liegen bei der Fahrt, okay? Wenn ich jetzt treffe, musst du deine Haare pink färben. Wenn ich den treffe, färbt sich halt noch die Haare pink. Was geht ab, Leute? Heute sind wir bei Beauty Play. Wir machen jetzt eine volle, umfängliche Analyse, was uns am besten steht. Das heißt, welche Hautton am Make-up, welche Haarfarbe, welche Frisur, welche Klamotten. Mal sehen, was es bei uns allen ist. It's very nice to meet you. And I'm going to show you about the personal color. It's very popular in Korea right now. First one. Yeah. This one is for spring blue, and this one was autumn color. For him, spring color, the best one. We have like a four seasons: spring, summer, autumn, and winter. Spring color clothes will be the best for him. Yes. The banner, there is a spring too. Giftgrün und türkis. I think this one just like makes me shine the most. This one. Yeah. This one is purple color, so it's not that best color. Winter is your best color. Yeah. The winter green color will match, so you are a cool person. You're a cool guy. Okay. Stimmst du dazu, Mitch? Erste Sahne. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das glaubt, dass das so ist. Würde mich mal interessieren. Ich fand es schon activate, aber at the end of the day hält man Farben unter sich und guckt dann, wie das Gesicht drauf reagiert. Also es hat so einen leichten Touch, aber glaubt ihr, das funktioniert? Let me know. Ich habe eine full-on Skincare gerade bekommen. Koreanische Skincare-Produkte sind ja auch super krass und man hört ja auch immer wieder aus aller Welt, das ist voll OP. Ich habe auch was zu kaufen tatsächlich. Das ist Toner und das klebt so am Gesicht fest und da braucht man die Hände nicht mehr so ins Gesicht machen. Das ist direkt schon in so einem Pad drin. So majorly impressed, generated, so stripes, it's amazing. Das ist so das Ding hier irgendwie so, es gibt so viele so kleine schlaue Sachen so. Das hier hat mich auf jeden Fall abgeholt. Wir hatten jetzt eine kleine Kaffee-Break in diesem wunderschönen Kaffee. Und jetzt geht's ab und wir gehen in so einen so ein Food Market. Also ich bin gespannt. Jetzt schauen wir mal, was der Food Market so zu bieten hat. Ist rutschig in Store. Crazy, wird wirklich alle zwei Meter, ist wie so ein neues Restaurant, ein neuer Stand und dann wird überall Essen gemacht. Es riecht an jeder Ecke gut. Cool.
Wir sitzen ja auf einem traditionellen koreanischen Markt und das waren, glaube ich, zwei sehr liebe Fans aus Japan. Jetzt essen wir jetzt Mittag, echt verrückt. Man sieht hier eigentlich jede Farbe, die man sich vorstellen kann. Es ist sehr bunt, kunterbunt und viele Menschen, aber es ist schön, es ist irgendwie cozy. Das sind so die typischen koreanischen Frikadellen mit Pancakes. So steht hier zumindest auf Englisch. Wir schwimmen hier gerade noch ein bisschen über den Markt und probieren jetzt ein paar Sachen. First up sind so Fische. Da ist Vanillequark drin. Lecker. Voll lecker. Ja. What are the odds, dass du das hier das war so probierst? Lustig. Zwei. Zwei. Drei, zwei, eins, zwei. Nein! Jubel! Das ist scharf eingelegter Reiskuchen. Guck dir mal an. Das ist ein Porzellanteller in einer Tüte. Du stülpst es rum und kannst es mit nach Hause nehmen. Dafür ist es eigentlich da. Ich glaube nicht. Du tastest es. Ist es süß oder sauer? Ist eher scharf. Welche? Nice. Das ist so eine pulverige Schärfe irgendwie. Das ist irgendwie lecker. Very good. So Leute, wir lernen jetzt BTS kennen und die werden uns jetzt heute eine Tanzchoreo beibringen. Aha. Leider nicht, wir haben einen Choreografen netten, der uns das beibringen wird. Die freuen sich gerade auch voll und denken so, ey, jetzt kommt hier so eine Boyband, die wird jetzt so richtig geil tanzen können. Wenn die uns da gleich sieht, kein Bock mehr. So I can show you what I can do. Germans are not the best dancer. Ich weiß gar nicht, was für eine Art Tanz wir jetzt machen. Kann auch sein, dass wir jetzt hier gleich einen Standard-Salsa-Kurs machen. Welcome to K-Pop Dance. I think you are very good at dance. But today you will have some more, some new choreography. Cash 22, pop up Dennis, time, what to do? Cash 22, new cheat chest, I'm a jar, it's no use. Cash 22, ego money, so yeah. Cash 22, still I gotta make a move. Wow. This will take like 3 hours. No brakes, hard sticks, pedal to the metal. Green light, take flight, hit it full throttle. No brakes, hard sticks, pedal to the metal. Green light, take flight, hit it full throttle. Ich wünschte, ich wäre Hip-Hop-Tänzer geworden, ich mache so Spaß. Schon nicht einfach, also ich kann es auch nur, wenn ich sie konstant angucke. Aber wir machen es jetzt noch 20 Minuten und dann wird es schon. Thank you so much. Thank you so much. It was very nice to meet you, thank you. Wir haben Urkunden bekommen. Certificate of completion. This certificate is awarded to individuals who have completed the real K-Pop dance class. Baby, then you got it. We're K-Pop stars now, baby. Let's go. Tür dir zu. Das war's jetzt mal hier mit der K-Pop Tanzlesson. Haben wir rasiert. Wir sind hier im Lotte Center. Das ist wie so eine große Shopping Mall mit einer Aussichtsplattform, ein riesengroßer Tower. Und da gehen wir jetzt mal hoch. Wir gehen jetzt erstmal ab in die Air. Ich glaube an einen der höchsten Punkte von Seoul und gucken uns Seoul von oben an. Ich habe herausgefunden, das ist sogar das höchste Gebäude Koreas. Das hier ist das siebthöchste Gebäude der Welt. Letzte Ergänzung, es sind 518 Meter. Das war's jetzt auch. Ob wir uns jetzt malen lassen, weil so ein Bild gibt es nicht von uns, so eine Karikatur, so eine Fünfer-Karikatur. Oh, look at you. Das sieht wirklich aus wie ich. Zicke Nummer, yo. Mal Jakob an. Guck mal, der hat genau die gleiche Zahnlücke. Läuft sieht irgendwie so ein bisschen verpeilt aus. Deine sieht ein bisschen weiblich aus, nicht mit den Lippen. Ich habe einfach nur eine Kauleiste. Hey Julian, wenn ich du wäre, würde ich jetzt da hinten zum Klavier gehen und uns ein Ständchen spielen. Na gut. Man ist nur einmal in Soul. Thank you.
der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch alle da draußen. Das ist unfassbar, was wir jetzt so viele Chance haben, die Welt zu bereisen, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, durch euren Support day by day. Das ist unfassbar. Vielen Dank für alles. So, wir gucken uns jetzt mal an, was die Koreaner an Snacks zu bieten haben. Wir gehen da jetzt mal rein. Kommt mit. Also geil. Pokémon-Snack. Vielleicht so eine Schokofüllung oder so? Das sind so Peanut-Kissen. Mini-Cream-Sand. Der war auch mit. Ricardo mit Peanuts. Komm, es gibt einfach BTS-Schokolade. Und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Gordon Ramsay verkackt Ramen. Heute gibt es Damyeon. Das ist eine frische Dauerwelle, die kommt gerade frisch. Das steht so auf der Gebrauchsanweisung. Man muss das hier fünfmal richtig verhauen. Haben wir die Schere aus dem Restaurant mitgenommen? Nennst du die drunter? Ja, genau. Ah, und ist jetzt wie so ein Herd. Also, lassen wir uns das Ganze mal schmecken in 3, 2, 1. Rosa Herzchen-Schock. Schokobiscuit. Ist so eine geile Mischung aus einfach Cookie und so eine geile Füllung. Oh, ich also, bin schon 8,5. Bin gespannt auf diese Pokémon-Dinger. Ach so, das check ich jetzt erst. Das sind so Muffins, so Cupcakes. Ich hab irgendwie mit einer Füllung gerechnet, aber es ist einfach so dieser Teig. Bisschen süß, bisschen chemisch. Ich erinnere mich an irgendwas, was ich nicht mag. 5 von 10. Tim? Das ist wie Toastbrot von außen, aber das ist so voll so das Kissen. Geil, das ist wie ein Erdnusstoast. Das ist eine 10 von 10 jetzt gewesen. Pepero. Sehr stark, aber nein, ich bin immer noch geflasht von diesen hier. Die waren die allerbesten. Also, das hier ist die offizielle Schokolade von BTS. Ich glaube, da sind Nüsse drin. Die ist sehr geil. Die schmeckt wie Nippon. Sehr dünn und knackig. Also, BTS, guten Job gemacht. Ka. Favorite Snack. Ich fand die Rahmen gerade schon sehr, sehr guten Snack. Wenn ich so einen Snack nehmen würde, zum so was süß angeht, finde ich das am allergeilsten. Das sind so diese Kissen, die Schokokissen. Ja, sehr geil. Peanut Sandwich aber hat gewonnen. So Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch genauso gut gefallen, wie es uns hier gefallen hat. Und gerne auch mal vorbei, es ist wirklich ein atemberaubendes Land. Vielen Dank an Korea Tourism, dass sie uns ausgezeichnet hat als Honorary Ambassador for Tourism. Wir hoffen, wir konnten euch da ein bisschen was näher bringen. War eine tolle Zeit. Danke euch. Sehen wir uns beim nächsten Video. Samida. Samida.